Wir irren etwas ziellos im Januar auf der Bahn umher, die Haare werden länger und unsere Intervalle ebenso. Allerdings müssen wir bei Marcel Fair ständig reisen lassen, weshalb wir uns freuen, dass wir ihn beim Auslaufen wieder eingeholt haben und nun unseren gemeinsamen Podcast einleiten können. Also dann, angeschnallt und los geht's. Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Herpert. Und ich bin Marcel Fair. Servus. Servus. Hi. Starten wir direkt. Marcel, wir hatten eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram, beziehungsweise du hattest das gemacht. Und mit der besten Frage will ich gleich vorab starten. Und die ist, wie viele Katzenvideos hast du in den letzten 3 Wochen gedreht und unangestellt? Die Antwort ist wenig spektakulär. Null. Ganz Wieso? So schlimm ist es echt nicht, dass ich wirklich nichts anderes zu tun habe, als meine Katze zu filmen. Deine Katze, ich habe mich aufs Training konzentriert in den letzten Tagen. Ist deiner Katze was zugestoßen, oder? Nein, zum Glück nicht, zum Glück nicht. Aber ich komme jetzt so langsam in die Hallensaison und habe gedacht, wird mal Zeit, die überschüssige Zeit in Training zu investieren und nicht in Katzenvideos. Da hast du auch schon ein gutes Stichwort gesagt. Das werden wir auch noch aufgreifen. Aber wir würden ganz gerne mal weiter bei den Fragen machen. Komme ich direkt zur nächsten, die ein bisschen mehr dem Sportler-Dasein gewidmet ist. Wie motiviere ich mich zum Stabi-Training? Sehr gute und spannende Frage, weil sie mich selbst auch betrifft. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie viel Raum das Stabi-Training in eurer Trainingswoche so einnimmt, aber eigentlich sollte ich es deutlich öfters machen, als ich das tue. Und ich habe das auch schon vor einigen Wochen festgestellt und bin sehr dankbar, dass ich einer Gruppe beitreten durfte, die sich regelmäßig, heißt 2-mal die Woche, online trifft und per Zoom-Konferenz, so wie wir das jetzt auch machen, ein Stabi-Training angeleitet durchführt. Das macht kein Geringerer als der Philipp Reinhardt und macht das für ein paar Kumpels und Freunde. Und da bin ich mit drin und da steht ein fester Termin jede Woche. Und seitdem das wieder so stattfindet, bin ich bei der Kräftigung voll mit dabei. Oh, ey, da will ich auch dabei sein. Also den Link, ja, den will ich bekommen. Wer ist denn da noch so drin in der Gruppe? Ich gebe das direkt weiter. Also die Gruppe, sie atmet, würde ich sagen. Ja, es sind mal, ja, ein paar dazugekommen, mal wieder ein paar aus zeitlichen Gründen abgesprungen. Aber es sind schon ein paar dabei, die man auch kennt. Also der Tobias Rieker ist mittlerweile mit drin. Meine Freundin, die Hanna, macht mit. Und es kann nicht immer jeder, ja. Aber bisher sind wir da doch sehr konstant drin. 1-2 ehemalige Trainingspartner von mir sind auch mit drin, die jetzt nicht mehr aktiv trainieren, aber die Stabi noch mitmachen. Also es ist eine nette Runde und macht Spaß. Markus, du bist doch, glaube ich, ein sehr großer Verfechter von Stabi-Training, weil jedes Mal, wenn ich versuche, dich zu erreichen, sagst du, ich habe hier gerade noch Schwimmtraining, Trockenübung. Ich glaube, du bist sehr hinterher, oder? Ja gut, da die Schwimmbäder jetzt ja geschlossen haben, muss ich irgendwie gucken, dass sich meine Oberkörpermuskulatur nicht komplett abbaut. Deswegen mache ich da vermehrt Athletik- und Zugseiltraining. Ja, ich kann mich da echt ganz gut motivieren, vor allem, wenn man nebenher Podcast hört. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Sache. Also dann geht die Zeit auch relativ schnell rum. Kommt in der Woche so auf 3-4 Stunden Stabi in Athletik und das bekommt man dann auch schon gut weg, wenn man einen guten Podcast nebenher laufen hat. Ja, und ich glaube, die Gruppe, das ist doch genau auch das Richtige für dich. Ja, ich könnte ja nochmal vielleicht als neues Trainingsinstrument das Zugseiltraining mit einführen in die Gruppe. Ja, du weißt nicht, was Philipp alles. Reize setzen. Du weißt nicht, was Philipp schon alles für Förderinstrumente da drin hat, aber. Oh, da sind einige dabei. Also man muss sich ein bisschen rantasten. Die Programme werden härter. Oh nein, na gut, wir werden sehen. Vielleicht muss ich auch immer nur die Hälfte davon machen. Liegestützen sind ja bekanntlich die Höchststrafe für Läufer. Die sind auch mit dabei, aber nicht in Reinform, sondern verbunden mit den sogenannten Burpees, also Hockstrecksprünge mit Liegestützkombination. Da hat sich Philipp schon ordentlich ausgetobt. Und sag mal, hat sich jetzt Philipp eigentlich schon so verabschiedet von dem Läufer-Dasein? Macht er jetzt schon mehr Richtung irgendwie so Parkour-Training oder sowas? Nein, also ich krieg teilweise auch nur das mit, was auf Strava gepostet wird. Und an einigen Tagen, da muss ich mich schon ganz schön ärgern. Da stehen bei ihm 20 Sekunden schnellere Dauerläufe drauf als bei mir. Er schreibt immer lockerer Dauerlauf bei 40. Das ist so ein Running Gag zwischen uns, weil es so ein paar Tage gab, da habe ich im Tiefschnee irgendwie ein Fahrtspiel gepostet und stolz mit 4:30 dann da reingesetzt. Und dann hat Philipp das gesehen und hat sich dann wohlwissend, leicht schmunzelnd einen Basisdauerlauf eingetragen in 3:40, einfach nur um mich zu ärgern. Okay. Gut, nächste Frage. Laufpannen, da sind wir doch gerade schon mit beim Schnee und so weiter. Vielleicht ist das ein gutes Stichwort für das Stichwort Laufpanne. Laufpanne ist bei mir ganz klar verbunden mit Cross.
also die größten und meisten Laufbahnen, die mir widerfahren sind, sind im Cross passiert. Und eins davon am Start, eins davon mal kurz vor dem Ziel. Am Start war das bei der Cross-DM in Ohrdruf, ich glaube 2008. Da habe ich den Start quasi reaktionsschnell, wie ich bin, 2 Sekunden später durchgeführt als die anderen 150 Teilnehmer. Und dementsprechend war das dann kein Start mehr, sondern ein Tiefseetauchen im Matsch. Und ich bin auf Platz 160 mit 30 Metern Rückstand in dieses Crossrennen gestartet. Das war die erste Panne. Und ich habe dann aber auch bewiesen, dass ich es auf der Zielgerade auch schaffe, 300 Meter oder 150 Meter vom Ziel einfach umzukippen und im Matsch zu landen. Das war bei der Cross-EM 2010. Das war dann tatsächlich auch so heftig, dass ich da auch nicht mehr ins Ziel gekommen bin. Das war 150 Meter vorm Ziel. Eigentlich gar nicht so schlecht platziert, dann beendet für mich. Also die größten Laufbahnen tatsächlich im Cross. Und 2008, welchen Platz hast du da dann noch gemacht, wenn du als 160. vom Start weggelaufen bist? 4. bin ich geworden. Knapp hinter Robel, der 3. geworden ist. Und ich weiß gar nicht mehr, wer damals gewonnen hatte. Ich glaube, aus Neubrandenburg ein, zwei Läufer. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und lag das, also klar, beim Start bist du fit, aber gerade im Ziel, bei dem Zielsprint, woran lag es da? Hast du irgendeine Unebenheit übersehen oder war doch ein Loch tiefer als gedacht? Also 2 Sachen. Ich bin tatsächlich einfach kein guter Crossläufer. Ich kriege im Crosslauf wirklich nicht ansatzweise irgendwie eine Kraft auf den Boden. Vielleicht, weil ich auch zu wenig Kraft habe generell. Ich weiß es nicht, aber beim Cross tendiere ich dazu, mich gnadenlos zu übernehmen. Also ich laufe halt los wie auf der Bahn und denke, naja, wird schon irgendwie. Und sobald dann aber mal irgendwie so ein Huppel kommt oder ein Strohballen, wo man drüber springen muss, wird es dann schon eng. Und bei der Cross-EM 2010 waren 2 so richtig hohe Hügel, die man 150, 200 Meter vom Ziel nochmal überwinden musste. Und da sind mir einfach die Beine weggeklappt. Also rückwirkend betrachtet hätte ich da einfach vorsichtiger loslaufen müssen. Aber ich, also im Cross habe ich wirklich ganz selten was auf die Kette bekommen. Aber wie ist da der, weil du sagst, mehr Kraft, ja? Ich meine, du hast ja schon Kraft zu laufen. Du läufst in 13:30 auf 5000 Meter. Da brauchst du ja schon ein bisschen Energie in den Beinen. Worin unterscheidet sich das vor allem beim Cross? Also ich habe immer so das Gefühl, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder Markus, du bist bestimmt auch sowohl Cross als auch Bahn mehrfach gelaufen. Ich habe das Gefühl, dass man im Crosslauf echt noch mal ein bisschen mehr so diese Berglauf-Mentalität in den Beinen haben muss. Also vielleicht doch ein bisschen mehr Power in den Oberschenkeln, so ein bisschen mehr auch das, was man beim Radfahren braucht. Ich komme zum Beispiel auch mit dem Fahrrad nicht vom Fleck im Vergleich zu anderen Leuten. Also da kann ich vielleicht den Vorteil, den ich in der Lunge habe, aber über die Beine gar nicht transportieren. Und das Gefühl habe ich im Cross irgendwie auch. Ich stapfe da durch den Matsch und mir geht die Kraft überall hin, aber nicht nach vorne. Keine Ahnung. Also es gibt ja Typen, die sind im Cross extrem gut und auf der Bahn nicht. Und andersrum, es gibt Typen, die können beides gut. Bei mir ist es so, dass ich Cross nicht gut kann, nie gut konnte. Und ich glaube, vielleicht in den USA, wenn es so richtig schön flache Golfparcours sind, dann ja. Aber der typische Cross, so wirklich, wo es durch den Matsch durchgeht und so, der liegt mir nicht. Also keine Ahnung, warum. Glaube ich, auch eine Sache, wie man mit dem Untergrund, mit den Füßen zurechtkommt. Ich habe auch immer das Gefühl, ich knicke dann um und ich fühle mich da auch einfach nicht so wohl, wenn ich da wirklich durch so richtiges Crossgelände laufe. Vielleicht sind auch meine Fußgelenke zu instabil. Ich kann das schon verstehen. Es gibt ja auch eher Typen, die können gut crosslaufen und manche eher nicht. Das heißt ja auch manchmal, leichte Läuferinnen und Läufer sind besonders gut im Cross. Das würde bei dir schon auch zutreffen. Nee, also, dass ich leicht bin, ja, aber dass ich gut im Cross bin. Nicht. Eben, ja, aber die Voraussetzung, leicht zu sein, die wäre bei dir schon mal gegeben. Die wäre da. Aber die reicht nicht. Nee, scheinbar nicht, nee. Es gab den Sergej Lebed, ich weiß nicht, ob der euch noch was sagt, ich glaube 12 oder 13 Mal teilweise in Folge Cross-Europameister geworden. Also ist ein paar Jahre her, aber der war so in Europa zumindest die Cross-Größe überhaupt. Ich glaube, der ist auf der Bahn kaum ins Finale über 5000 Meter gekommen. Aber immer Cross-Europameister. Leute geschlagen, die auf der Bahn 20, 30 Sekunden schneller laufen. Also es gibt schon, glaube ich, wirklich einfach Typen, die im Cross einfach komplett am Rad drehen können und auf der Bahn nicht und andersrum. Zum Beispiel Elena Burkhardt, die läuft ja auch im Cross, die läuft auf der Bahn schnell, aber im Cross ist die ja auch unglaublich gut. Ja, ja.
Absolut. Ich meine, klar, aus dem Schwarzwald, ja, durch die Wälder und Training bei Jack, das kann ich mir gut vorstellen, dass man da eine gewisse Cross-Affinität mitbringt. Der Timo Benitz ist auch immer sehr gut Cross gelaufen, dafür, dass er 500-Meter-Läufer ist. Ja, ja, ich kann es ein bisschen vergleichen mit beim Radfahren, weil das ist halt schon viel, viel technischer, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es beim Cross vom Rhythmus her anders ist als jetzt auf der Bahn. Das ist halt ein Highspeed, ja, wo du halt schon versuchen musst, sehr auf die Sekunde genau das zu treffen oder 2 Sekunden und dann geht es halt Richtung Endspurt. Und beim Cross ist es mehr Rhythmus, schon immer mal den kleinen Berg, da hat man vielleicht mal eine Schwäche, da muss man irgendwie ein bisschen drüber kommen. Ja. Bei dem anderen hat man eine Stärke, da kann man es irgendwie entsprechend rollen lassen und so ruft man sich da auf der Runde ein und muss halt einfach sehr locker bleiben und was du sagtest, Markus, den Fuß ganz, ganz gut aufsetzen, dass man es einfach so mit dem Untergrund irgendwie das spürt und nicht vielleicht verkrampft oder so ist das Richtige. Vielleicht weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so kann ich es mir ungefähr vorstellen. Ja. Beim Radfahren ist es auch so, wenn es schlammig ist und solche Sachen und du bist dort am Limit in der Kurve und das Vorderrad geht weg oder driftet ein bisschen, dann musst du halt auch entspannt bleiben. Ja. Und dann manches geht schneller, weil du durchdrehst und manches oder langsamer, weil du durchdrehst oder musst mal schieben oder das andere rollst du gut durch und musst einfach nur rollen lassen. Ja. Naja, also trotzdem interessante Frage. Ja, bevor wir vielleicht mit der nächsten Frage weitergehen, ich wäre auch stark dafür, dass der Crosslauf olympisch wird, weil das wäre mal richtig geile Wettkämpfe bei Olympia, Crosslauf. Das war doch bei der Winterolympia. Ja. Stimmt. Na, wenn sie keinen Schnee mehr haben, dann ist das ja eh immer mehr Crosslauf, ne? Also. Aber habt ihr das nicht mitbekommen? Es gab einen Antrag, dass man, ich glaube, bei den Winterspielen sogar den Crosslauf olympisch werden lässt. Und der wurde, soweit ich weiß, das ist gar nicht so lange her, abgelehnt. Ja, das hat ja auch Sinn gemacht, ne, in der Wintersaison, weil dann fällt nicht eine komplette Bahnsaison oder eine Sommersaison weg, das im Winter halt zu machen. Und ich fände das eigentlich cool, ja. Da müssen wir nochmal rausfinden, warum das abgelehnt wurde. Aber das ist noch nicht so lange her, ne? Ein Jahr, 2 Jahre? Ja, ich glaube sogar noch weniger. Ich meine, dass ich das vor ein paar Monaten mal irgendwo gelesen hatte. Ich fände es cool, aber vielleicht so in andere Schneebilder produziert werden als so Matschbilder, ja. Das geht ja auch um Sehnsuchtsorte und Licht und Schnee und Sonnenuntergang. Jetzt wird es aber philosophisch, ja. Dann würde ich sagen, wir schlagen mal den Bogen von den richtig guten Crossläufern, bekanntlich den Ostafrikanern und im Speziellen auch den Kenianern, zu der Frage zu Marcel, zu Corona-konformen Trainingslagern, zum Beispiel Kenia. Ja. Sehr schwierig zu beantworten, weil ich in mir selbst dieses Thema auch sehr ambivalent sehe. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, auch jetzt so für den Januar, ob ich in ein Trainingslager irgendwie gehen soll oder nicht. Es war normal vor einer Hallensaison für mich immer so ein Must-Have, dann irgendwie ins Warme zu gehen, in kurzen Hosen und T-Shirts auch ein paar schnellere Läufe zu machen, einfach auch um die Hallensaison gut vorbereiten zu können. Und klar, da war auch Kenia ein Gedanke, Spanien ein Gedanke und ich habe einfach für mich dagegen entschieden, kann das aber auch nicht pauschalisieren, sondern bin da ganz stark der Meinung, dass das jeder für sich abwägen muss, dass es mir im Moment die ganze Sache nicht wert ist, mit sehr vielen Dingen, die einfach da dranhängen. Bei Kenia kommt einfach, finde ich, für mich einfach der Punkt hinzu, ich war dort letztes Jahr im März, als es losging mit Corona und dem Lockdown und den Einschränkungen. Und ich weiß, was das für ein Hickhack war, als wir dort mitten aus dem Trainingslager gerissen die Heimreise antreten mussten. Und ich weiß auch, was es emotional mit einem gemacht hat, für eine gewisse Zeit nicht zu wissen, kommen wir da raus, nicht zu wissen, wie kommen wir da wieder raus, auch nicht zu wissen, was passiert, wenn jetzt so ein kompletter Reiselockdown kommt und wir hier festhängen und auch Wochen später vielleicht nicht rauskommen. Das waren alles Dinge, die sowohl mich als auch die anderen, die dort im Trainingslager waren, letztes Jahr ganz schön getroffen hatten. Es war finanziell nicht witzig, weil man einfach auf eigene Kosten einen neuen Flug buchen musste, um dort rauszukommen, der natürlich deutlich teurer war als das, was so ein Flug normal kostet. Also es waren ganz viele Dinge, die sehr ungut waren und ein Höhentrainingslager abzubrechen nach 1,5 Wochen oder zumindest mit der Option, dorthin zu reisen und jetzt mit dem Wissen, dass man es vielleicht abbrechen muss. Das waren alles Dinge, die sowohl finanziell, gesundheitlich als auch von dem Risiko, das dahinter steht, für mich jetzt nicht nochmal in Frage gekommen sind, nachdem ich es letztes Jahr im März einmal mitgemacht habe. Und der andere Punkt ist, dass ich irgendwie es ganz schwer finde, von hier aus einzuschätzen, wie die Lage in den anderen Ländern ist. Ich sehe, dass in Kenia
zumindest so wie man das in den sozialen Medien sieht, keine Abstandsregelungen gelten, dass man dort keine Maske tragen muss, dass dort sowohl das vollgepackte Matatu als auch die 30-Mann-Dauerläufe stattfinden. Gleichzeitig denke ich mir, dass dort die Fallzahlen sicherlich niedriger sind als bei uns aufgrund des Wetters. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und damit irgendwie zu spielen, war für mich einfach in der Abwägung klar, dass ich es nicht mache. Aber ich kann das nicht pauschalisieren, weil man natürlich auch entgegenhalten kann und sagen kann, naja, vielleicht ist die Lage in Deutschland schlimmer, als sie in Kenia ist. Und vielleicht ist dort das gute Wetter und so weiter ein Indikator dafür, dass man dort vielleicht sicherer ist. Wenn man jetzt dort wirklich in dem Carry of You im Hotel ist, ein bisschen abgeschottet ist, dann kann es sein, dass dort alles perfekt ist, ja, vielleicht sogar besser als hier. Aber ich weiß es nicht. Ich finde es sehr schwer einzuschätzen, zumal meiner Meinung nach die Fallzahlen, glaube ich, nicht bei jedem Land so verlässlich sind. Also bei uns und bei den meisten europäischen Ländern sicherlich, aber ich weiß nicht, ob in Kenia so getestet wird wie bei uns. Keine Ahnung. Mit Sicherheit nicht. Also ja, aber ich kann das gut nachvollziehen und finde das auch einfach total legitim. Und die Einschätzung ist aus meiner Sicht sehr, sehr plausibel. Es ist klar, es ist ein Beruf und man muss es ein bisschen anders sehen wie jetzt eine reine touristische Reise. Also man fliegt als Leistungssportler jetzt ja nicht dorthin, um Urlaub zu machen, sondern es hängt ja auch schon eine berechtigte Frage dahinter. Bereite ich mich auf eine Saison vor, in der Olympische Spiele stattfinden und mache das möglichst professionell? Das ist man ja auch seinen Sponsoren und auch seinen Förderern und sich selbst irgendwo schuldig. Gleichzeitig kommt im Moment einfach eine gewisse Abwägungsfrage, was die Gesundheit angeht, mit dazu. Und was zumindest für mich Fakt ist, ich möchte ganz sicher nicht mir selbst vorwerfen, dass ich irgendwie Corona bekommen habe und das habe irgendwo vielleicht hätte verhindern können. In manchen Bereichen kann man es nicht verhindern, aber es ist mir echt, also was den Sport angeht, sehr unheimlich, das zu bekommen. Ich möchte es wirklich vermeiden. Und das schließt sich eigentlich auch gleich die nächste Frage an. Richtung Olympia 2021, siehst du da jetzt da vielleicht auch ein bisschen einen Nachteil und wie ist da deine Perspektive darauf? Also auf Olympia jetzt mit dieser Vorbereitung, die du jetzt halt hast, in Richtung Quali und so weiter zu denken? Auch eine sehr spannende Frage und finde ich auch sehr ambivalent oder kann man auch nicht klar beantworten. Auf der einen Seite ist es wirklich noch eine ganze Ecke weg. Und man sieht ja jetzt auch, dass sich bei entsprechenden Maßnahmen auch so Inzidenzwerte dann doch, wenn mal ein Trend erreicht ist, wieder zum Positiven wenden können. Und wenn man jetzt diesen Trend nimmt, der jetzt seit ein, zwei Wochen da ist, dass die Fallzahlen wieder runtergehen und rechnet diesen Trend mal hoch in Richtung Sommer und nimmt alles dazu, was jetzt an Maßnahmen kommt, mit dem Impfen, mit dem besseren Wetter im Sommer, mit allen Lockdown-Maßnahmen, die jetzt immer mehr greifen, dann finde ich, kann man wirklich berechtigt sagen, dass es gute Chancen gibt, dass es im Sommer stattfindet und dass man dann auch gut daran tut, sich möglichst professionell darauf vorzubereiten und auch mal davon auszugehen, dass es stattfindet. Was sowieso als Sportler alternativlos ist. Wenn ich jetzt als Leistungssportler sage, vielleicht ist im Sommer gar nichts, gucken wir mal, und so ins Training geht, dann kann man das abschreiben. Also man muss davon ausgehen für sich als Leistungssportler, es findet statt und ich tue alles mir Menschenmögliche in einem gesundheitlichen Rahmen, dass ich mich bestmöglich darauf vorbereite. Und nach dem Prinzip handle ich schon auch. Aber ambivalent ist es trotzdem, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, würde mich auch wirklich stark interessieren. Wenn ich jetzt einfach die verschiedenen Länder angucke, mir anschaue, was hinter Olympia steht, was der olympische Gedanke ist, was auch eine gewisse Chancengleichheit angeht, wie man sich darauf vorbereiten kann, wie man sich qualifizieren kann, welche Wettkämpfe stattfinden, dann finde ich, kann man hinter die ganze Sache schon ein sehr großes Fragezeichen setzen. Was macht der Spanier, der in einem kompletten Lockdown, wo man nicht mal mehr vor die Haustür darf, mit seinem Training? Während in anderen Ländern das vielleicht wie in Kenia problemlos möglich ist, während in anderen Ländern wiederum vielleicht die Einschränkungen noch härter sind, alle Hallen geschlossen sind, man keine Wettkämpfe machen kann. Was macht man mit unserem olympischen Ranking-System, wo es darum geht, Punkte zu sammeln? Jetzt darf ich in Karlsruhe starten, andere dürfen gar nicht aus dem Land ausreisen, aber die Punkte werden nun mal bei diesen Meetings vergeben. Und wenn ich dort aber gar nicht antreten darf, aufgrund von Reisebeschränkungen, Lockdown-Beschränkungen, dann ist irgendwo der Gedanke fairer Wettkampf und gleiche Chancen für alle weit weg. Ja, das ist natürlich schon ein sehr schwieriges Thema und es lässt sich auch gar nicht so pauschal beantworten. Vorneweg würde ich mal sagen, das mit der Chancengleichheit, würde ich die Grundfrage stellen, inwiefern die denn auch in Normalzeiten gegeben ist. Auch da haben natürlich Sportlerinnen und Sportler aus manchen Ländern riesige Privilegien, wie sie trainieren können. Und jetzt zeigen zum Beispiel dann auch einige, gerade beim Laufen, einige Kenianer, Äthiopier,
wie man trainieren kann, auch unter nicht optimalen Trainingsumständen, wenn man es nicht jeden Tag dreimal Physio hat und die optimale medizinische Betreuung. Aber das ist jetzt natürlich was anderes, wenn man jetzt von dem Quali-System ausgeht, wie das funktioniert und wie da die Chancengleichheit ist, an Wettkämpfe teilzunehmen. Das finde ich jetzt schon sehr schwierig und da sollte man sich auch genau überlegen, wie man das jetzt vielleicht in diesem Jahr nochmal ändern könnte. Ich für meinen Teil fände es jetzt eigentlich besser, man würde wieder auf die Zeiten zurückgehen. Zeiten kann man überall laufen. Und jetzt vielleicht dieses Punktesystem nicht so stark gewichten, wobei es haben sich ja auch schon einige jetzt letztes Jahr um diese Punkte gekümmert. Und dann kann es jetzt auch nicht sagen, wir nehmen jetzt wieder die Zeiten statt den Punkten. Also es ist kaum irgendwie zu beantworten. Heute gab es jetzt auch noch eine Meldung von den New York Times, wo jemand angeblich aus der Regierungskoalition in Japan gemeint hat, dass nach internen Überlegungen die Spiele zum Scheitern verurteilt sind und dass sie gar nicht stattfinden würden. Das hat jetzt die japanische Regierung offiziell dementiert. Ja, das ist die Grundfrage, wird Olympia stattfinden? Und ich glaube, niemand kann sich gerade im Moment über die Chancengleichheit so wirklich Gedanken machen oder macht sich darüber Gedanken. Jetzt ist erstmal die Frage, wird es überhaupt stattfinden oder nicht? Also ja, ich bin total ambivalent. Ich weiß nicht, ob man da auf Sicht fährt, ja, aber du brauchst natürlich den langfristigen Leistungsaufbau. Und als Sportler, ich kann mir es einfach schwer vorstellen, habe da auch jetzt schwer eine Perspektive dazu, ja. Und ich weiß nicht mal, Marcel, du sagst ja selbst, ne, du planst fest damit und hast das auch fest als Ziel vor Augen, ja, und nimmst jetzt deinen Formaufbau so. Okay, es stehen die ersten Meetings an, die ersten Rennen und so weiter und so fort. Und dann kannst du nur das Beste daraus machen, oder? Also würde mich wirklich interessieren, ja, wie deine Haltung jetzt ganz klar ist. Ne? Dass du sagst, ey, volle Kanne Olympia, ich setze das jetzt auf die Karte und wenn nicht, dann suche ich mir etwas anderes. Ja, also schon. Es ist irgendwo alternativlos. Ich glaube, dass wenn man einfach davon ausgeht, es kann vielleicht stattfinden und ich gucke jetzt mal vielleicht, ob das dann klappt oder nicht, dann funktioniert es nicht. Also man hat als Leistungssportler gar keine Wahl. Und es ist trotzdem nicht ganz so leicht, weil es geht ja nicht nur um die Frage, committe ich mich dafür und gebe da Vollgas, sondern es kommt einfach die gesundheitliche Komponente mit ins Spiel. Also diese Risikokomponente, auch jetzt bei den Hallenmeetings. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich gehe da nur komplett mit dem guten Gefühl jetzt rein. Weil im Endeffekt stellen wir uns trotz allem dort mit 20 Leuten auf die Bahn und wenn das einer von den Leuten hat, dann haben es alle. Da kann man in der Hallen oder in einem Hallenwettkampf sehr sicher von ausgehen. Und man hat jetzt auch bei der Handball-WM in Ägypten gesehen, dass das sehr schnell gehen kann, dass dann auch mal so ein ganzes Team einfach ausscheidet. Und ich sehe es deshalb einfach emotional ein bisschen schwierig, weil ich einfach wirklich glaube, dass die Gefahr groß ist, dass wenn man das hat, dass diese Krankheit einem den Leistungssport auch für immer zunichte machen kann. Ja. Also wenn man sich diese Studien anguckt und diese Langzeitfolgen, dann ist das für den Leistungssport wirklich sehr, sehr, sehr kritisch. Also kann sehr, sehr kritisch sein. Und dann denke ich mir halt im anderen Fall wieder, sich das einzufangen und dann die Karriere für immer zu beenden, das ist wirklich nicht, man weiß ja auch unabhängig vom Leistungssport noch nicht, was das für Langzeitfolgen aufs Leben gesehen hat. Weiß man einfach nicht, kann man nicht wissen. Vielleicht ist es nicht so schlimm, aber im Moment deutet es sich an, dass doch sehr viel davon im Körper zurückbleibt und lange zu Einschränkungen führt. Und deswegen, ja, ist die Frage sehr schwer zu beantworten aus einem rein sportlichen Aspekt. Ja, Vollgas und gucken, was man das Beste, also dass man das Beste aus der Situation machen kann. Aber dafür die Gesundheit aufs Spiel zu setzen, halt irgendwo nicht. Und das beißt sich im Moment leider ein bisschen. Es gibt ja auch noch andere coole Ziele, außer jetzt die Olympischen Spiele. Ja. Es gibt ja trotzdem total coole Rennen, die vielleicht auch stattfinden können. Ja. Man muss ja nicht immer gleich an das Aber höchste, Alex, aber für einen Bahnläufer ist Olympia das A und O, das ist das Ziel. Ich meine, sonst gibt es keine coolen Rennen irgendwie als Bahnläufer. Also würde ich jetzt einfach mal so, ohne Marcel das vorwegzugreifen, aber das ist das Ziel, Olympia. Du sagst ja nicht, ich laufe jetzt 5000 Meter in Heusden, weil es so geil ist, in 13, 25 oder 20, sondern du gehst dahin, um dich für eine Meisterschaft zu qualifizieren und da ist dieses Jahr nun mal Olympia an der Reihe. Dieses Jahr oder dann auch nächstes Jahr oder wir wissen nicht was, aber es gibt doch sonst
für einen Bahnläufer irgendwie doch kein Riesenziel sonst. Ja, ich hatte so, der Gedanke war eher so ein bisschen aus dem Radsport kommend. Ja. Ich meine, die haben da auch Olympia, ist klar, aber die haben ja ganz viele andere Rennen. Ja, das kannst du aber gar nicht vergleichen mit der Leichtathletik. Ich meine, die Diamond League könntest du jetzt nennen, da kommt Marcel natürlich auch nicht rein, weil es gibt kein Diamond League Meeting mehr in Deutschland. Früher bei der Golden League gab es noch Berlin, da konnten dann vielleicht auch mal einfach ein paar Deutsche reinkommen, aber sonst kommst du da auch nicht rein. Und es ist eh die Frage, welchen Stellenwert jetzt ein Diamond League Meeting hat, aber in der Bahnleichtathletik ist es nun mal Europameisterschaft, die jetzt leider ausgefallen ist in Paris, Weltmeisterschaften, Olympia, das sind die Highlights und das kann auch nicht irgendwie ein anderes Rennen ersetzen. Da kannst du auch nicht irgendwo beim Soundtrack in Tübingen laufen oder sowas Ersatz. Nein, das wollte ich nicht sagen, aber ich fand nur den Gedanken jetzt erstmal, dass es eben bei einem Radsportler, und das ist halt die Krux der zwei Sportarten, ja, dann ist es halt, wenn John Degenkolb jetzt nicht bei der Tour und bei Olympia startet, dann freut es sich halt, dass er, keine Ahnung, die Frühjahrsklassiker mitmacht. Und das ist auch cool, ja, und er kann sich damit motivieren. Aber wahrscheinlich geht das einfach nicht bei einem Bahnläufer, wie du es gerade schon so gesagt hattest. Vielleicht noch im Marathon. Also wenn man sich die großen Marathonrennen anguckt, könnte ich das sogar noch nachvollziehen. Da kommen so, also was die Stimmung angeht und was auch das Finanzielle angeht, kann es für einen Marathonläufer deutlich reizvoller sein. Jetzt mal unabhängig vom olympischen Gedanken, der dort auch sicherlich aufploppt, aber dass man sagt, ja, also so ein Marathon in London oder in New York oder in Frankfurt oder in Berlin, der hat von der Stimmung wirklich mindestens das Gleiche wie ein olympischer Marathon. Und wenn ich mir den Olympiamarathon in Rio ins Gedächtnis rufe, dann sogar auch mehr, was die Stimmung angeht. Ja. Aber auf der Bahn gebe ich dem Markus absolut recht. Als 5000-Meter-Läufer gibt es wirklich, also wenn ich an die EM in Berlin 2018 denke, ich habe in meinem Leben noch nie sowas erlebt. Nichts Vergleichbares. Und das ist bei Europameisterschaften, Olympischen Spielen wirklich sehr, sehr einmalig. Es gibt keine Meetings, wo so viele Leute ins Stadion gehen, um sich ein 5000-Meter-Rennen anzuschauen. Fast nicht, ganz wenig. Deswegen ist es auch so bitter, dass die Europameisterschaften nicht stattfinden konnten für die deutschen Läuferinnen und Läufer. Jetzt nehme ich mal aus, vielleicht die Konstanze und die Gesa, aber für die meisten anderen ist halt die EM sozusagen das Highlight, wo man im Prinzip auch mal realistische Chancen hat, eine Medaille zu gewinnen oder auch sich ein bisschen weiter vorne zu platzieren, wohingegen aber Olympia dann doch meistens das Ziel ist, sich zu qualifizieren und dann mal zu schauen. Deswegen freue ich mich auch immer als Fan unglaublich auf eine Europameisterschaft, weil da gibt es immer noch so die Chance auf meine deutsche Medaille oder Sieg, was ja dann doch irgendwie einen freut, wo man dann auch noch mehr vielleicht als sonst mitfiebert. Ich erinnere mich, da war ich als Fotograf in Amsterdam, wo ja Richard Ringer Bronze gewonnen hat über die 5000. Ich glaube, die ersten vier kamen innerhalb von 200stel ins Ziel. Ja, das weiß ich noch. Die wussten ja danach auch nicht, wer hat jetzt gewonnen und wer ist Zweiter und Dritter geworden. Und Richie saß da einfach nur auf der Bahn und hat auf den Boden geschaut, konnte sich gar nicht die Ergebnistafel angucken. Und dann hat er gemerkt, er hat gewonnen und, gewonnen hat er nicht. Er ist Dritter geworden, aber für ihn, ich habe es jetzt schon so gesagt, weil für ihn war es wie ein Sieg, die Bronzemedaille, nicht Vierter zu werden in der Konstellation, als sie da zu viert über die Ziellinie gelaufen sind. Ich glaube, es war der Hendrik Ingebrigtsen. Ist er dann Vierter geworden? Oder? War der? Ich weiß nicht. Spanier hat gewonnen, ja. Ja, genau. Ja. Ich bringe es auch nicht mehr zusammen, aber es war auf jeden Fall ein riesen Highlight für ihn und auch so als Zuschauer oder für mich als Fotograf vor Ort, das war einfach unglaublich. Ja. Ja, ein Gänsehautmoment. Ich weiß das auch vom Fernseher, habe ich das beobachtet. Das war wirklich, das war sauspannend. Aber weil wir gerade bei EM sind, ich meine 2022, ja, München, ist das nochmal ein Thema? Marcel? Ja, das ist ja, allein dadurch, dass ich Berlin miterleben durfte und wirklich nicht das Rennen meines Lebens, aber den Moment meines Lebens hatte, was den Leistungssport angeht. Dass es sowas jetzt nochmal in so kurzer Zeit im eigenen Land wieder gibt, das ist ein Traum. Ja, es ist auch enorm wichtig, ne? Also das ist auch cool, auch vom Verband und so weiter, dass das einfach so möglich ist oder dass so Highlights im eigenen Land stattfinden. Ja, vor allem dadurch, dass Paris jetzt gecancelt wurde, ist es wirklich zweimal nacheinander in Deutschland. In wirklich Leichtathletik, traditionsträchtigen Sportstätten, sowohl Berlin als auch München, haben ja wirklich, was Leichtathletik angeht, eine sehr tolle Vergangenheit und auch immer
geniale Stimmung gehabt. Ja. Ja, es ist schon eng verknüpft mit Stadion und 50, 60, 70, 80.000 Leuten, ja. Da hilft doch nicht so ein Moment in Heusden oder in Europacup in London, wo dann mal 3-4 Leute mehrere Reihen an der Bahn stehen oder sowas. Das ist schon mal ein guter Moment, aber eigentlich ist es eine Stadionsportart, ja. Absolut. Ja, ja, die TV-Übertragung, das kommt dann live im Fernsehen. Und das schauen sich auch viele an. Meine Eltern, die schauen sich auch eine Leichtathletik-EM halt einfach so zufällig an, wenn sie irgendwo sehen, das kommt, das finden sie ganz spannend. Da schaut man mal zufällig rein, aber ein Europacup oder Heusden oder irgendwelche anderen Meetings, das kommt ja auch nirgends, das erreicht ja auch nie irgendwie die breite Bevölkerung oder auch die Sportbegeisterten, die jetzt nicht unbedingt die Leichtathletik-Nerds sind. Deswegen so eine Meisterschaft und jetzt im Speziellen von den Läuferinnen und Läufern der Europameisterschaft ist schon ein absolutes Highlight. Ich habe übrigens gerade noch nachgeschaut, es ist wirklich Henrik Ingebrigtsen Vierter geworden hinter Richard Ringer. Das ist schon unglaublich, ja. Eine tausendstel Entscheidung, ne? Ja, ja, genau. Also die 13:40:85 gewonnen hat der Ilias Fifa vor dem Adel Mechal, auch ein Spanier. Und Richard wurde dann Dritter und der Henrik Ingebrigtsen Vierter. Alle innerhalb von einer Hundertstel Sekunde. Aber da sind wir doch schon wieder auch beim Thema, weil das Stichwort Karlsruhe schon kam, ja, die Meetings, die anstehen. Gibt es auch Livestream, wird auf dem SWR übertragen, aber natürlich, ne, so ein Hallenmeeting und so weiter, da kommt auch jetzt bei Weitem da nicht so die Stimmung auf. Dennoch ist es einfach cool, dass es übertragen wird, ja, und du in dem Rennen drin bist. Ja, freue ich mich auch absolut drauf, dass das geklappt hat. Ich durfte dort letztes Jahr schon starten. Da war das ja noch in der Messehalle. Die wird dieses Jahr nicht aufgebaut, zumal ja auch keine Zuschauer da sind, sondern es findet wieder in der Europahalle statt. Aber trotzdem ist es eins der wenigen Meetings, das jetzt stattfindet in der Halle. Und ich freue mich dort wirklich über die 3000 Meter mit am Start stehen zu dürfen. Auch wenn das sicherlich, weil du gerade gesagt hast, da kommt nicht so die Stimmung auf. In der Halle kommt tatsächlich eine erstaunlich große Stimmung auf. Dadurch, dass eben das Setting so überschaubar ist, wirkt es ganz anders, weil dort ist es meistens dann voll. Also bei einem Karlsruhe-Meeting oder auch bei dem Meeting in Düsseldorf, wo ich letztes Jahr am Start sein durfte, da war schon eine gigantische Stimmung drin, weil in der Halle kommt dieser Lärm, den die Zuschauer machen, unglaublich laut bei dir unten an. Und es gibt dann 3.000 bis 5.000 oder vielleicht in der Halle wie in Karlsruhe ein paar mehr Plätze und die sind dann voll. Und das wirkt anders, wie wenn 6.000 Leute in einem Stadion sind, wo 30.000 reingehen. Ja, das ist vor Ort. Ich meine, Markus, du bist ja schon dann fast unten auf der Bahn, ja, als Fotograf. Du hast ja auch Leipzig und Dortmund, wo die deutschen Meisterschaften, Hallenmeisterschaften immer stattfanden, schon gut mitbekommen. Aber das Videobild, ja, das wirkt immer, oder das Fernsehbild wirkt immer so ein bisschen mickrig dagegen, ja. Also ist schon krass, wie die Inszenierung über ein Stadion ganz anders funktioniert, als dann in so einer Halle, wo dann irgendwie die Bahn ein bisschen schmaler ist, nur 200 Meter und so weiter, ja. Also wahrscheinlich gibt es dort einen großen Unterschied zwischen dem Vorortmoment und dem Fernsehmoment. Aber da brauchst du auch in Sindelfingen schon, wenn da baden-württembergische Meisterschaften sind oder das Hallensportfest. Und unten, da klopfen die dann gegen die Bande, da ist ein Höllenlärm schon bei kleinen Veranstaltungen, wie Marcel gesagt hat, da kommt schon mega Stimmung auf. Schon wesentlich mehr, als wenn du jetzt irgendwo im Frankenstadion in Heilbronn, das dann doch relativ groß ist, dort baden-württembergische Meisterschaften hast, der Aktiven. Und da sind halt dann vielleicht sogar mehr Leute drin, aber es ist einfach eine Riesenfläche. Deswegen Halle ist für die Stimmung schon unglaublich gut. Und ich denke auch, vielleicht dieses Jahr sind ja vielleicht ein paar Trainer und die anderen Athleten, vielleicht können die auch in Karlsruhe ein bisschen für Stimmung sorgen. Tatsächlich dürfen die nicht rein. Dürfen nicht rein, ja. Nee. Es ist sehr strikt geregelt und es dürfen keine Trainer in die Innenräume. Das heißt, vor Ort werden es gerade die Leute sein, die gebraucht werden, um den Ablauf zu gewährleisten. Also wirklich freiwillige Helferinnen und Helfer und Kampfrichter. Aber sonst tatsächlich, also wird kaum jemand dort reinkommen. Ist ein Trainer nicht beim 3000-Meter-Lauf für den Ablauf irgendwie vonnöten, für irgendwelche Durchsagen oder taktische Anweisungen? Man könnte ja auch sagen, beim Fußball eigentlich ist der Trainer jetzt ja nicht nötig während des Spiels, oder? Ja. Für die Fernsehbilder und für Pöbeleien vielleicht, aber ja. Ich hab angefragt, mein Trainer selbst direkt hat auch nochmal angefragt und es war ganz klar die Ansage, dass kein einziger Trainer dort rein darf. Also wir haben auch angefragt, ja, als La Roche, und also was heißt angefragt? Ich habe geguckt und es ist ja
keine Pressevertretung, kein Fotograf, nichts, niemand. Es wird einzig, gibt es glaube ich so eine britische Firma, die dort die Übertragungsrechte hat und das war's, ja. Und ansonsten wird bestimmt der Stream über SWR übertragen und also keine Ahnung, was da noch rauskommen soll, ob es Fotos gibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Fotos gibt. Also irgendwas muss es ja geben, um irgendwie eine Broschüre oder wenigstens Instagram oder irgendwas zu füllen, ja. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht mal also nicht ein einziger Fotograf da drin wäre. Das wäre schon, also ich glaube schon, dass da ein, zwei Fotografen dabei sind. Ja, die machen das bestimmt über eine Pool-Lösung. Dann wird ein, zwei Fotografen werden drin sein. Die werden dann die Bilder entsprechend verteilen an die unterschiedlichen Agenturen oder an die Zeitungen. Und das wird auf jeden Fall vor Ort stattfinden. Aber vielleicht noch zu Marcel, zu deinen sportlichen Zielen. 7,55 ist ja die Norm für die Hallen-Europameisterschaft, die Anfang März in Polen stattfindet. Das wird bestimmt für dich ein Ziel sein bei dem Rennen, oder? Ja, das wäre schön, wenn das klappt, tatsächlich. Das einzige Problem, das ich ein bisschen habe, ist, normalerweise mache ich immer ganz gerne vor einem Rennen, wo man so eine Zeit knacken möchte, ein Einstiegsrennen. Also das ist so kein ungeschriebenes Gesetz, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber es ist bei sehr vielen Läufern, einschließlich mir, so, dass man eigentlich, wenn man in der Hallensaison startet oder auch in der Outdoor-Saison startet, so ein, zwei Rennen braucht, um reinzukommen. Man kann irgendwie im Training das nicht simulieren, man braucht so ein, zwei Wettkämpfe, so im Gefühl, um den ganzen Körper und den Organismus mal richtig durchzupusten, und die laufen auch meistens nicht so besonders toll, um dann wirklich erst so den Trainingsstand, den man hat, abrufen zu können. Und das ist bei mir wirklich, wenn ich jetzt in die letzten Jahre zurückgucke, immer wirklich fast ein ungeschriebenes Gesetz gewesen, dass ich ein Rennen brauche, um reinzukommen. Das gibt's halt dieses Jahr nicht. Es finden keine lokalen oder kleineren Rennen statt. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwo zu sagen, man startet jetzt bei baden-württembergischen Meisterschaften. Die sind nämlich alle gecancelt. Es gibt nichts, wo man irgendwie einen Auftakt hat. Und das ist das Einzige, was ich so ein bisschen für mich berücksichtigen muss, dass ich jetzt im Training versuchen kann, mir diesen Durchputzer vielleicht noch zu geben die nächsten Tage, aber dass es nicht vergleichbar ist mit einem Wettkampf, da geht man ja ganz anders an sein Limit. Und deswegen, ja, es wäre schön, wenn das klappt, aber es kann auch sein, dass ein zweites Rennen vonnöten wäre, und ob ich das bekomme, weiß ich nicht. Also letztes Jahr war es so, da bin ich in Karlsruhe gestartet, das war mein erstes Rennen. Da bin ich 7,57 gelaufen. Das war so das Durchputzerrennen. Und 3 Tage später war dann Düsseldorf. Da bin ich 7,50 gelaufen. Da hat es dann geklappt. Jetzt musst du das einfach so simulieren. Was willst du machen? Am Sonntag irgendwo hin. Ja? Das machst ist eine Schwierigkeit, ja. Da brauche ich Markus mit seinem Rennrad. Ich komme vorbei und dann fahre ich mit dem Rad nebenher. Das schaffe ich dann, das Tempo. Und nimm noch so einen Stock, und wenn du zu langsam wirst, dann hau ich dich. Ja, na, irgend sowas. Also brauchst du auch genau 7 Tage vorher diesen Auftakt? Ist das so? Nö, letztes Jahr war es 4 Tage vorher. Na, siehst du, dann hast du sogar noch ein bisschen mehr Zeit zum Training. Aber ich kann mir das gut nachvollziehen, ja, um so ein Wettkampfgefühl zu haben. Und Wettkampf ist natürlich was anderes. Aber hast du das jetzt vor, so irgendwas zu simulieren und das so ein Wettkampf nah zu denken und durchzuführen, wie es nur geht? Ja und nein. Es ist, wie schon angesprochen, es ist irgendwie nicht möglich, also bei mir zumindest nicht, es gibt da ja auch unterschiedliche Typen, aber ich komme im Training nicht ansatzweise, also wirklich nicht mal ganz ansatzweise an das ran, was im Wettkampf möglich ist. Und ich habe das im Training schon des Öfteren probiert. Man kann eine Einheit machen, wo man stark an seine Grenze geht, macht einen Lauf und oder zwei und putzt da mal wirklich so richtig alles raus, was man hat. Aber das ist wirklich was ganz anderes wie im Wettkampf. Es gibt Typen, die können im Training wirklich erstaunlich nah an ihre Wettkampfzeiten ranlaufen. Ich kann es nicht, ich konnte es auch noch nie. Ich bin im Training die 3000 Meter noch nie schneller als 8,20 gelaufen. Das ist 30 Sekunden weg von dem, was ich im Wettkampf laufe. Das ist der Wahnsinn. Ja, es ist wirklich, es ist bei mir ganz extrem, was im Wettkampf möglich ist und im Training manchmal nicht. Das ist ja irre, das habe ich ja noch nie gehört. Also bin ich gerade sprachlos. Also, ja, ist wie es ist, ja. Krass. Also ich kann im Training bei kürzeren Einheiten kann ich schon eher an meine Grenze laufen, weil die kommt relativ früh. Also wenn ich jetzt irgendwie einen 400er mache oder einen 800er.
Aber ich bin jetzt über die 3000 Meter oder über so längere Einheiten wirklich noch nie nah an das gekommen, was im Wettkampf ging. Aber ich habe es auch noch nicht ganz so oft probiert, aber wenn ich mal so eine, in Anführungszeichen, Einheit hatte, wo man schon wirklich so ein bisschen ausbelastet, dann hört es bei 3000, im Moment zumindest, war das mal 8,20, was ich mal im Training gelaufen bin, bei ein Tausender mal so in 2,28 und eine 800 in 1,57, sonst war ich im Training noch nie schneller. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu einer Frage, die uns erreicht hat, und zwar, wie viele VO2-Max-Einheiten der Marcel pro Woche macht und auch für Hobbyläufer empfiehlt. Also es kommt immer darauf an, in welcher Phase man sich befindet. Wenn es jetzt an die Wettkämpfe rangeht, so wie im Moment, eher mehr. Also die Frage ist pro Woche. Okay, pro Woche sind das nicht so viele. Da würde ich vielleicht sagen, jetzt in der Wettkampfphase, in der direkten unmittelbaren Vorbereitung 2. Wenn keine Wettkampfphase ist, eher eine alle 2 Wochen, so im Durchschnittsgefühl. Und für einen Hobbyläufer, der jetzt wirklich sagt, ich laufe mit dem Ziel der Gesunderhaltung und vielleicht dem ein oder anderen Volkslauf, den ich aus Spaß und Freude am Laufen mal mitmachen möchte, aber ohne konkretere leistungsambitionierte Ziele, da würde ich sagen, einmal im Monat, just for fun, einfach um ein bisschen mal eine Abwechslung zu bieten. Wenn man jetzt allerdings ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, und das sind ja viele Hobbyläufer, in Anführungszeichen, ist ja da auch schwer zu sagen, wo ist die Grenze zwischen Hobbyläufer, ambitionierten Läufer und Profisportler. Aber wenn man wirklich seine Zeiten steigern will und sich Schritt für Schritt auch irgendwie auf 10 Kilometer, 5 Kilometer oder den Halbmarathon verbessern will, dann würde ich schon sagen, dass man so eine VO2-Max-Einheit oder dementsprechend auch einfach eine sehr intensive und ausbelastende Einheit schon alle 1 bis 2 Wochen mal einstreuen sollte. Und bei deinen Trainingseinheiten, machst du dir überhaupt Gedanken, welchen Bereich du da jetzt genau anspielst? Also sagst du, ja, ich mache jetzt heute 5x1200 oder 5x1400 für die VO2-Max, weil in der Literatur steht, das Optimum für VO2-Max-Einheit sind diese 5 Minuten Belastungszeit, oder machst du dann einfach die Tausender in 2,50 und sagst dir, ja, das habe ich schon immer gemacht und mir ist es jetzt egal, ob das irgendwie eine Minute mehr ist oder eine Minute weniger. Genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Mir ist es komplett egal. Mir ist es komplett egal, ob ich jetzt die Literatur treffe, ob ich eine Minute drüber oder eine Minute drunter bin, zumal ich mir da selbst auch gar nicht so viele Gedanken drüber mache und glücklicherweise einen Trainer habe, der sich darüber den Kopf zermartern kann. Ich bin da wirklich, was das angeht, einfach so ein bisschen eher mal gucken, was mein Coach mir aufschreibt, mal gucken, ob ich das hinkriege, und manchmal treffe ich es ganz gut, manchmal schaffe ich es auch mal nicht so ganz und manchmal unterbiete ich es, und wenn ich mich gut fühle und ich weiß, es ist eine Einheit, wo man mal ein bisschen die Sau rauslassen kann, dann mache ich das auch. Und ob das jetzt aber die Literatur trifft, ob das jetzt in der Definition eine VO2 Max war oder ob ich da mein VL4 oder VL5 oder 7 getroffen habe, keine Ahnung, ich messe auch keinen Puls dabei. Ist mir wirklich egal. Also ich bin da, obwohl es Leistungssport ist, bei aller Statistik und bei aller Auswertungsliebe wirklich eher der Typ, der sagt, ey, wenn der Puls auf der Uhr kacke ist, du dich aber gut fühlst, dann lauf doch einfach weiter. Und wenn der Puls laut Trainingsbelastung heute irgendwie zu niedrig ist und du dich aber nicht gut fühlst, dann nimm ein bisschen raus. Also ich bin wirklich ein Verfechter von, wie fühle ich mich denn bei einem Training, und geht im eigenen Gefühl noch was oder geht nichts? Oder bin ich gerade in einer Trainingseinheit, wo es auch nicht drauf ankommt, jetzt alles auszureizen? Also so ein bisschen auf den eigenen Körper hören, finde ich immer wichtiger, als einen systematischen Ansatz wirklich auf Teufel komm raus durchzubrechen. Und das mag für jeden ein bisschen anders sein, aber ich bin für mich zumindest der Überzeugung, wenn ich anfangen würde, mir meine VO2-Max-Bereiche und VO3-Bereiche und GR2-Bereiche auszumessen, würde mir eher ein bisschen Spaß verloren gehen. Hast du schon mal deine VO2-Max messen lassen, bestimmt am IAT oder so? Weißt du da, was du da ja hast? Ich habe das messen lassen, und wenn ich das nachschlage, dann weiß ich auch, was ich da habe. Okay. Ich weiß. Nachdem wir jetzt ja schon deine 30 Meter Fliegenzeit kennengelernt haben von 3,3 Sekunden oder was es genau war. 3,4 oder sowas, ne? 3,33, ja. 3,33, ja. Aus dem Jahr 2010 oder 11. Ja, die VO2-Max ist dann für einen Langstreckler doch wichtiger. Ist es nicht so, dass die VO2-Max auch im Verhältnis zum Körpergewicht gesetzt wird? Ja.
Genau, und ich erinnere mich. Also, man kann es mit oder ohne machen, mit Körpergewicht oder ohne angeben. Und ich glaube, mit Körpergewicht sei wichtig, um den Wert wirklich vergleichbar zu machen, oder? Meine ich zumindest, dass das wichtig ist. Ich erinnere mich nur noch dumpf daran, dass ich bei diesen Leistungsdiagnostiken, wie ich sie früher häufiger gemacht habe, mittlerweile noch einmal im Jahr, immer was die VL3 und VL2 Schwellenwerte angeht, nicht so toll war. Also nicht so, also selten Werte, wo man mal mir auf die Schulter geklopft hat, sondern meistens eher, wo man mal gesagt hat, Junge, mach mal ein bisschen mehr da in dem Bereich. Aber diese VO2 Max-Werte, weil ich nicht so viel wiege, glaube ich auch, und das immer im Verhältnis zum Körpergewicht war und weil ich tatsächlich irgendwie da in diesem Verhältnis, da waren sehr gute Werte immer da. Aber ich bin auch da wirklich bei allen Messen hin und her. Es gibt da auch so viele Unterschiede zwischen dem, was dort gemessen wird und was im Wettkampf rauskommt, dass ich da auch sehr vorsichtig bin. Halten wir fest, VO2 Max, sehr gut. Ja, das ist ja immer so. Da gibt es auch die verschiedensten Anekdoten. Ich habe neulich eine gehört von Nils Schumann. Der ist, glaube ich, irgendwie 97 oder 98. Ist er Europameister geworden in der U20 oder sowas. Und er war vorher auch am IAT gewesen und die haben gesagt, ey, willst du jetzt wirklich Wettkampf laufen nächste Woche? Weil deine Werte sind eigentlich kacke, so auf Deutsch. Und er hat gesagt, hä, habt ihr eine Macke, ich fühle mich gut. So auch so ungefähr hat er wirklich gesagt, klar will ich da laufen, ich habe mich qualifiziert, warum soll ich da nicht rennen? Ja. Und die so, na, der überlegt es doch nochmal und so weiter. Und für ihn war das überhaupt kein ja, Gespräch oder so, dass man da irgendwie dran zweifeln sollte. Und es hat dann halt auch geklappt. Ich fand das auch wieder so eine Geschichte, die das bestätigt, was du schon wieder gesagt hattest, ja. Ich mag diese Anekdoten auch, ja. Ich glaube, das war vor den halben Europameisterschaften 1998 in Valencia. Ich habe das nämlich auch gehört. Und ja, das sieht man auch, hat sich davon aber auch überhaupt nicht beeindrucken lassen, dass die sagen, deine Werte sind scheiße. Er ist an den Start gegangen, sagt, 800 Meter kann ich kann die Taktik, ich habe den Speed. Im Ziel, man muss sich immer vor Augen halten, im Ziel steht eine Uhr, da steht kein Pulsgurt, da steht kein Wattmesser, das ist keine Atemgasanalyse, ja. Deswegen, kein Laufband. Kein Laufband, ja, irgendwie. Es ist auch kein GPS-Vergleich im Ziel, es ist einfach eine Uhr, es ist eine Linie und der als erstes da drüber läuft, der hat gewonnen, so einfach ist es. Zum Glück. Ja, das macht den Sport so schön. Ich glaube, dass beim Schumann, das ist mir noch so im Kopf hängen geblieben, war das nicht sogar so, dass er irgendwie lange verletzt war und irgendwie nur im Wasser trainiert hat und auf dem Fahrrad, also über Wochen und Monate und dann mit ein, zwei Wochen Lauftraining sogar sich da irgendwie diesen Titel geschnappt hat. Irgend so eine Geschichte geistert mir auch noch im Kopf rum, die immer erzählt wurde, dass man da auch gesagt hat, das geht doch gar nicht, der war ja nur verletzt, aber hat total intensiv irgendwie alternativ trainiert und hat das Ding trotzdem gewuppt. Ja, das weiß ich nicht, aber auch so das Mindset, ne? Es ist halt, und er hat ja auch so diese Attitüde, dieses, ich bin gut, ich bin schnell, was wollt ihr, ja? Und das ist schon geil. Also, wenn du einfach hingehst, sagst du, ich bin fit, ja, ich habe euch im Griff. Das ist absolut cool, weil ich finde, auch zu der Anekdote, die du gerade angesprochen hast, es gibt so viele Faktoren, die dafür, die eine Rolle spielen, was am Ende auf der Bahn passiert. Und manchmal schießt man sich dort auf Faktoren ein, die sicherlich nicht irrelevant sind, aber die, glaube ich, in ihrer Bedeutung manchmal maßlos überschätzt werden und andere Dinge, die vielleicht maßlos unterschätzt werden. Und das ist gerade so ein bisschen, finde ich, wenn man in diesen Topf, wo man gar nicht alles weiß, was damit reingehört, aber in diesen Topf mal Thema Ernährung, ganz, ganz wichtig und da bin ich auch ganz sicher, dass das eine Rolle spielt. Aber auch in meinem Gefühl, manchmal macht man sich vielleicht einen zu großen Kopf um die genaue Diät, die jetzt für einen selbst perfekt ist, als dass man sich vielleicht mal den Kopf drüber macht, wie man ein bisschen lockerer in den Wettkampf geht und vielleicht dadurch mehr Leistung rausholen kann. Also so das Mentale zum Beispiel. Man macht sich manchmal einen Kopf darüber, mache ich jetzt einen Tausender mehr oder langsamer, treffe ich jetzt dann meinen VL3 oder treffe ich ihn nicht, habe ich dann meine VO2 Max-Einheit oder ist es dann eine Minute zu lang das Training und ist vielleicht da an dem Punkt, an dem man sich mental so verkrampft, dass man sich dadurch mehr Leistung nimmt, als dass man gewinnen kann, dadurch, dass man sich jetzt den Kopf darüber zerbricht, ob man einen Intervalllauf mehr oder weniger macht. Ja. Ja, schwierig, total schwer aufzulösen, ne? Das muss auch jeder so sein Weg. Wirklich, ja. aber jetzt nochmal zu Karlsruhe, ja.
Klar, Auftakt wird nächste Woche laufen oder diese Woche noch und dann bist du an der Startlinie, aber jetzt weißt du ja überhaupt noch nicht, wer überhaupt an der Startlinie ist oder steht. Es ist ja immer furchtbar bei diesen Leichtathletik-Meetings, wenn dann irgendwie eine Stunde vorher dann mal bekannt ist, also eine Stunde ist es nicht, aber so kurz davor, wer denn da starten wird. Ich weiß, eine Gesa läuft, ja, und ansonsten... Im Männerrennen? Nee. Also, wenn man jetzt mal allgemein, also gut, deine Startlinie ist jetzt nicht mit Gesa gefüllt, aber was soll das? Ja, ich gebe dir recht. Es ist wahrscheinlich sicherlich auch der Situation im Moment geschuldet, dass man Stand jetzt wahrscheinlich gar nicht weiß, wir haben die und die Leute eingeladen, kommen die denn überhaupt durch? Wie verändern sich die Reisebeschränkungen? Haben die dann am Ende auch ihren negativen PCR-Test mit in der Tasche oder haben sie den nicht? Ich kann mir vorstellen, dass es im Moment sehr schwierig ist, sowas auch zu planen, um mal zumindest ein Argument dafür zu liefern, warum es vielleicht noch keine Startliste gibt. Aber vorläufig oder irgend sowas? Ja, da gebe ich dir recht, eine vorläufige Liste müsste es eigentlich geben. Ich weiß wirklich, Stand jetzt, ich habe keine Ahnung, mit wem ich da in der Startlinie stehe. Es ist für mich jetzt auch kein Weltuntergang, weil wenn ich an die letzten Hallenrennen in dieser Dimension denke, dann bin ich immer ganz froh, wenn der Abstand zum Vorletzten nicht zu groß ist, vor allem nach dem Startschuss. Also ich erinnere mich an das Rennen in Düsseldorf letztes Jahr, da war der Startschuss und dann war der erste Kilometer rum und ich bin mit dem Maximilian Torwart und einem Sicherheitsabstand von 40, 50 Metern zum Vorletzten dort irgendwo gelaufen, um nicht überrundet zu werden. Und wir sind mit 7,50 ins Ziel gekommen und vorne ging es halt in 7,35 oder 34 ab. Und in der Halle mit halb so langen Runden sieht das halt teilweise echt auch schlimm aus. Also es ist schlimm aus, dass man denkt, boah, die laufen da hinten 8,30. Es ist trotzdem noch eine 7,50. Und das ist bei diesen Rennen auch, sage ich mal, so eine Sache. Ja, also vielleicht ist in der Hinsicht das auch gar nicht so schlecht für mich jetzt, dass vielleicht aufgrund von Corona die Felder vielleicht jetzt auch nicht ganz so übertrieben gut gefüllt sind, also was jetzt den Weltmaßstab angeht und das ein bisschen dichter zusammenkommt, das wäre schön. Und wie soll es dann nach dem Rennen in Karlsruhe für dich weitergehen? Es gibt ja dann eigentlich zwei Optionen. Du hast die Norm sofort in der Tasche für die Europameisterschaft oder du musst dann noch einen Versuch anstellen, die Norm zu unterbieten von 7,55. Genau, es gibt dann die Option, noch in Erfurt oder Dortmund zu laufen, wobei da im Moment auch noch nicht klar ist, ob ich dort in das Rennen reinkommen, so wie ich es mir vorstelle. Und die andere Chance sind ja und wären noch die deutschen Meisterschaften. Und wenn man dort mal das letzte Jahr nimmt oder das Jahr davor, ist dort auch die Siegerzeit unter der EM-Norm weggegangen. Deswegen ist das auch immer noch eine gute Option. Weiß man da schon mehr von den deutschen Meisterschaften, ob und wie die stattfinden sollen? Tatsächlich nicht. Also tatsächlich ist Stand jetzt einfach nur die Aussage da, dass es begrenzte Teilnehmerfelder gibt, dass es einen neuen und anderen Qualifizierungsprozess gibt, bei dem Zeiten aus der letzten Sommersaison zählen werden, aktuelle Zeiten und natürlich Kader bevorzugt in die Startlisten kommen gegenüber denen, die nicht im Kader sind. Also es ist aber kein klares Kriterium jetzt und man weiß nicht, wie viele starten werden, man weiß nicht, wie die DM aussehen wird und man weiß auch nicht, wer sich qualifizieren wird. Das steht alles offen. Ich bin nicht im Kader, deswegen ist das schon mal schlecht. Ich hoffe, dass ich zumindest in Karlsruhe eine Zeit laufe, die mich dann dafür berechtigen wird, dort zu starten. Aber im Moment ist das für die meisten völlig unklar, was bei der Hallen-DM dann passieren wird und wer dort überhaupt an die Linie kommt. Hast du da schon jemand aktiv vom DLV mal angefragt, wie das aussieht oder wie ist da die Situation von der Kommunikation her? Im Moment ist es für mich sowieso schwer, weil ich ja auch nicht mehr direkt im Kader bin und auch keinen direkten Kontakt mehr habe. Aber es ist im Moment ja ohnehin dort sehr vieles unklar, auch was die Zuständigkeiten angeht, um da jetzt einfach mal nicht zu viel zu verraten. Deswegen ja. Wusste ich gerade gar nicht, an wen ich mich wenden soll. Oh, aber es ist ja auch nichts Neues. Ich meine, so ein Verband, der ist nun mal so träge wie drei Öllaster, wie heißt das, Tanker aneinander gekettet. Das kann man auch jetzt nicht erwarten, dass nach fast einem Jahr Corona dort irgendwie sich Anpassungen existieren, ja. Wie man vielleicht mit solchen Sachen dann umgeht. Ist auch total auf der einen Seite ist es schwer, aber irgendwie eine gewisse Klarheit, ich kann das irgendwie immer schwer nachvollziehen. Ja, Corona-bedingt ist es nachvollziehbar, dass man vielleicht jetzt noch nicht weiß, welche Regelungen im Februar herrschen, aber dass man jetzt weniger als einen Monat vor der Hallen-DM einfach so gar nichts weiß, ist schon heftig.
Ja, das muss doch A-Pläne oder B-Pläne oder C-Varianten oder irgendetwas geben, ja. Wie gehe ich mit einer Situation A um? Also ich kann das nicht, ich verstehe es nicht. Spannend ist auch, was in deutschen Meisterschaften währt, bei denen am Ende nachher 5 Kaderathleten den Daumen hoch bekommen und sich kein anderer qualifizieren kann. Ja, eben. Also es gibt Bundesligaspiele seit Ewigkeiten. Das ist natürlich auch immer so ein Argument, was seit eh und je jetzt wieder herhalten muss. Aber spätestens seit der Sommersaison, wo das ja auch schon so ein CS-Ring war, dann muss ich mich doch, also das sind doch Leute angestellt. Also, naja. Da also kann ich echt schwer nachvollziehen. Also ich habe wenig gehört bisher, wo sollen die denn überhaupt sein, die deutschen Meisterschaften? Also offiziell in Dortmund. Wäre Aber Dortmund wieder dran, ja? Leipzig war genau. letztes Jahr, genau. Ja. Okay. Aber ich habe mal bei LADV, das ist ja dieses Ausschreibungsportal, geguckt, da stand mal Erfurt drin. Ach so, vielleicht war es ein Fehler oder meinen die das Erfurter Meeting am 2.2.? Also es kann Keine alles sein, Ahnung, ne? vielleicht finden die Langstrecken auch auf dem Laufband virtuell statt, ich weiß es nicht. Also ist alles denkbar, Oder ja. vielleicht wird auch nachher die V2 Max genommen. Macht man einfach mit jedem Test und der, der die beste V2 Max hat, der hat dann auch gewonnen. Wir nehmen einfach die aktuellste Leistungsdiagnostik von jedem und dann schauen wir uns den besten V2 Max an. Das ist gut. Das könntest du mal einbringen, Markus. Und Und man nimmt die. die 30 Meter Fliegenzeit für den Sport hinten Die raus. kommen noch als Bonus obendrauf, genau. Dann Ja. brauche ich mich gar nicht erst anmelden. Ja, die letzten 10 Jahre IAT, wie viele Trainingslager hast du absolviert? Das kriegt auch noch irgendwie eine Potenzialanalyse, ja. Das ist gut, ja. Eine mehrstufige Potenzialanalyse mit einfach 3, 4, 5 Faktoren. 30 fliegend, VO2 Max, VL3, VL2 und das gibt dann Punktewerte und die werden zusammengerechnet, wie im Genau. Olympia-Quali-Ranking-System. Und danach machen wir dann eine Bestenliste. Und am Schluss noch der Faktor, die Dicke der Carbonschuhe, Oh, ja. der Weil wird wir aber haben, abgezogen. der wird abgezogen. Und wir hatten das letzte Mal noch, da haben wir uns noch drüber unterhalten, dass die Gesa ja zu Puma geht. Das hatten wir noch ganz aktuell. Und jetzt ist ja auch der neue Gesa schon rausgekommen. Ja, und jetzt, wir haben es ja noch davon gehabt, und jetzt hat Puma wirklich einen Carbon-Schuh auf den Markt gebracht. Ich war echt total überrascht. Ich dachte, Markus, das ist dein neuer Schuh, den du bestellt hast. Aber hast du den eigentlich bestellt? Nee, den habe ich nicht bestellt. Ich habe das auf Strava gesehen, und zwar der Simon Huckestein. Ich weiß nicht, Marcel, kennst du ihn? Der Name sagt mir auf jeden Fall Ja, was. der war früher auch sehr guter 800- und 1500-Meter-Läufer. Der macht mittlerweile Triathlon. Und der ist irgendwie den Schuh schon jetzt Probe gelaufen im Training und hat auf Strava gepostet, irgendwie heute neuen Schuh gelaufen, fühlt sich super an. Und da haben die Leute natürlich auch drunter gefragt, was ist das für ein Schuh? Und das ist der Carbon-Schuh von Puma. Und er darf den schon Probe laufen jetzt vorab und ist schon begeistert. Aber jetzt ist er im Shop drin, ja, kostet irgendwie nur 180 Euro. Nee, ich glaube noch günstiger war er, oder? Nee, ich glaube 100. 179. Ja, das ist von Carbon-Schuhe schon auf jeden Fall als günstig einzuordnen. Ja, die liegen meistens schon über 200 €, glaube ich, ne? Ja, klar, der Vaporfly kostet ja, oder der Alphafly kostet ja 280 Euro. 160 kostet er, ja. Und das sieht auch verdammt nach Vaporfly aus, so schon von der Farbgebung, von der Sohle. Die werden sich schon was abgeschaut haben. Ja, da Ja, na bleibt, klar. glaube ich, auch nichts anderes übrig, wenn du auf die Kürze der Zeit dann nachziehen musst. Aber du, Marcel, du hast nach wie vor Adidas, ja? Ja, genau. Und es kommt jetzt ja noch die Sache ins Spiel, dass es ja mittlerweile nicht nur Carbon-Schuhe für die Straße gibt, sondern ja auch für die Bahn. Und man munkelt, dass auf der Straße sagt man ja diese 2, 3 Sekunden pro Kilometer. Wenn das jetzt auf der Bahn auch noch dann ins Spiel kommt, dass man 2 bis 3 Sekunden schneller läuft mit einem Carbon-Spike gegenüber einem normalen Spike, dann wäre das mit der Hallen-EM-Norm vielleicht gar nicht so schwierig. Und überlegst du das jetzt in Karlsruhe auch mit dem Schuh lieber zu laufen oder doch mit dem Spike? Oder hast du überhaupt einen Man Carbon-Spike? darf mit einem Schuh, also mit einem Carbon-Schuh darf man nicht laufen auf der Bahn, das ist verboten. Also mit einem Ah. Carbon-Straßenlaufschuh. Mit einem Carbon-Spike darf man laufen, aber das Problem ist, Stand jetzt ist der Carbon-Schuh von Adidas noch nicht auf dem Markt und der von Nike schon auf dem Markt. Das heißt, man kann in der Hallensaison ja mal gucken, ob das stimmt mit den 2 bis 3 Sekunden auf den Kilometer. Ah, ja. Also du wirst jetzt mit normalen, Wettbewerbsverzerrung, ich hätte die gern absolut, abgezogen.
Absolut. Das kann man ja auch machen. Ne? Man hat ein Handicap. Das gibt es ja auch in Sportarten, wo hier beim Skispringen. Je nachdem, wie der Wind war, gibt es Minus- oder Pluspunkte. Wie viel Spaß wäre das für den Zuschauer, ne? Wenn da jemand ein Skirennen sieht und dann kommt die Ergebnisliste und der 9 Sekunden weiter hinter war, ist dann aber die eine Tausendstel weiter vorne, weil er keinen Grundschuh anhatte. Genau. Das macht die Leichtathletik doch noch spannender. Dann plädiere ich aber auch für Haltungsnoten und für den Telemark im Ziel. Oh ja. Oh, das wäre gut. Naja, aber es gibt viel Potenzial. Es gibt ja auch so, ich komme immer wieder zum Radsport heute, sorry dafür, so Ideen, dass man irgendwie in den nächsten 10 bis 20 Jahren durch die ganze E-Mobilität, die sich ja so rasend schnell entwickelt, dass es dann so eine Art Boost gibt, die wie bei der Formel 1, was dann die Radfahrer auch mal einen Berg hochnehmen können. Also, dass man halt eine Unterstützung hat. Das hat hier der Schoberer hier, SRM, der das erfunden hat, irgendwann mal gemeint. Dass es sich sowas vorstellen kann, damit es halt noch attraktiver wird, so ein Radrennen. Ja, wir drei sollten mal zusammen Radfahren gehen und dann fahren wir mal den Berg hoch und reden nochmal über den Boost. Ja, ich ziehe dann meinen Carbon-Schuh an, vielleicht hilft das dann auch schon. Ich habe einen Carbon-Raben, vielleicht gleich wird das. Das ist die Frage, wo du das hast. Ich und Markus hat noch die Carbon-Felgen, vielleicht je nachdem. Ah, die habe ich, glaube ich, sogar auch. Die habe ich nicht. Echt, so ein gutes Fahrrad hast du, Marcel? Ja, ich habe in der letzten Verletzungsphase mir mein Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk für die nächsten 3 Jahre vorausschenken lassen von meinen Eltern. Und seitdem habe ich ein Fahrrad, das tatsächlich meinem Gewicht im Laufbereich entspricht. Also heißt, du hast 6 Geschenke zu einem gemacht. Ja, tatsächlich. Und hast dir ein super Fahrrad schenken lassen. Genau, ja, ein super Fahrrad. Ich habe das auch wirklich phasenweise sehr viel genutzt. Hat auch Spaß gemacht, so ein, wie nennt man das, so ein Gravel-Bike, genau. Du hast den Gravel geholt, das ist ja geil. Ja, weil ich gedacht habe, komm, nur auf der Straße fahren ist ja, ich fahre schon auch ganz das gerne. Das ist auch geil, dass du 6 Geschenke kombinierst, um dir ein Gravel-Bike zu kaufen. Ich hätte das vielleicht noch für ein Rennrad, aber dass du auch wirklich so diesen Matsch frönst und alles mögliche. Obwohl du kein Crossläufer bist, willst du das jetzt mit dem Gravel irgendwie auf- oder ausgleichen, ja? Ja, genau, und es klappt tatsächlich nicht. Ich bin auch auf dem Fahrrad echt eine Niete. Ich würde darauf wetten, dass wenn wir drei zusammen Radfahren gehen, dass ich weit hinterher hecheln würde. Ja, du musst... Glaube ich jetzt weniger. Das Crossrennen, ich denke da immer an, kennt doch jemand Mick Doohan, der 5-fache, 6-fache Motorradweltmeister? Das habe ich als Kind ganz gern angeguckt. Und der ist immer im Training immer mal auf die Schnauze geflogen, um das Limit halt auszutesten. Und das ist absolut in Ordnung, auch mit dem Crosser mal hinzufallen. Also wenn das Vorderrad mal weggeht und einfach mal sich langzulegen. Du bist nicht schnell, meistens ist es weich, weil es eh nass und weich draußen. Also kann ich nur empfehlen. Ich habe da total Schiss mit den Klickschuhen immer, weil ich dann immer denke, wenn es dich da raushebelt und du klickst da nicht aus. Und ich finde, es ist ja wirklich, also mit Klickschuhen zu fahren, also ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt, aber mein erster Ausflug mit dem Fahrrad und Klickschuhen, der war so an die Ampel gerollt, rechts ausgeklickt. Ja. Und dann nach rechts, völlig nach in Automatismen nach links runtergekippt und in helle Panik verfallen. Ja, ich kenne das auch noch. Es ist schon ein paar Jahre her, aber das passiert ja jetzt. Wie lange hast du die Klickschuhe jetzt schon? Ja. Ja, du läufst noch zu viel. Ja. Naja, aber also mal hinfallen ist nicht schlimm. Das kann man auch mal provozieren, da passiert schon nichts. Aber du kannst ja in Mainz auch mal mit dem Jason Osborne Radfahren gehen. Der wohnt ja auch in Mainz. Kennst du den? Ich glaube, es ist jemand, mit dem ich nicht Radfahren gehen sollte, oder? Der wurde jetzt erst im Dezember E-Cycling-Weltmeister. Ja, also, E-Cycling, also mit E-Motor, das kann ich auch. Nee, sondern auf der Rolle. Ja, also man muss schon richtig treten, auf der Rolle halt, aber dann sozusagen virtuell. Der ist schon eine Maschine, der rudert. Also der ist Ruderer und fährt dann auch viel Rad zum Training. Und ist jetzt Radprofi bei Bora Hans Krohe? Na, ist er nicht. Nicht? Nicht offiziell. Oh, Alex, ganz gefährlich. Ja, das wird ein investigativer Podcast. Er ist Leichtgewichtruderer und will jetzt noch bei den Olympischen Spielen teilnehmen und danach will er auch Radprofi werden und man munkelt, er könne bei Bora Hansgrohe Profi werden. Aber kühne Stimmen behaupten. Kühne Stimmen. Wir haben ja schon einige Sachen heute mit aufgegriffen, die jetzt noch nicht so ganz klar sind, wo der Buschfunk aber
unglaublich aktiv ist, ja. Das ist so ein kleiner WikiLeaks-Podcast. Ach, aber geh doch mal mit ihm fahren, das wird bestimmt ein Spaß. Ja, geh doch mal schnell. Geh doch mal mit ihm fahren, ja. Na gut. Ich würde sagen, Marcel, ich wünsche dir erstmal gutes Gelingen hier für Karlsruhe, einen guten Auftakt. Ich glaube, der ist fast wichtiger. Und dann drücke ich echt, ich bin dabei, ich schaue mir SWR an. Ja, das ab 18:30 Uhr, glaube ich, ist die Übertragung, habe ich auf der Homepage gesehen. Und dann hoffe ich, dass die Uhr irgendwo vor 7:55 Uhr stehen bleibt. Dankeschön, yes. Ich gebe mein Bestes. Das wird die Uhr auf jeden Fall, nur muss sie das bei Marcel. Na, mal gucken. Also so wie sie angedeutet hat, da kann es auch sein, dass Marcel alleine in der Halle ist. Dann ist es schwierig, muss ich zugeben. Dann ist es ja wieder so eine Trainingssituation, keine Zuschauer, keine anderen Läufer. Also dann gibt es eine 8:20 Uhr. Da ist nur der Hausmeister da, der das Licht angeknipst hat und die Uhr irgendwie vielleicht startet. Dann gibt es eine 8:20 Uhr von mir. Ja, entspannt. Genau. Okay. Ja, war schön. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.